Tone King Royalist MK3 Video Nummer 3. Heute zeige ich dir, wie dieser Amp als Pedal-Plattform funktioniert. Und dazu habe ich ein bisschen einfaches Equipment, was aber den Amp auf jeden Fall fordern sollte. Und zwar möchte ich gerne einen High-Gain-Sound fahren mit dem Amp. Und habe dazu einen Soldano Super Lead Overdrive, ein Pedal. Und um ein paar Effekte dazu zu machen, um zu sehen, ob ein Delay zum Beispiel auch klingt vor dem Amp, habe ich hier einen Sidekick Junior mit dem entsprechenden Schalter, damit ich Chorus, Reverb und Delay getrennt an- und ausschalten kann. So, das steht jetzt hier auf dem Boden. Es geht ja auch nicht um diese Geräte jetzt heute, ja, sondern es geht darum, ob der Amp Pedals nimmt. Und ich denke, damit fordere ich ihn schon ganz gut, ja. Vielleicht machen wir noch ein, genau, was wir noch dazu machen, ein J-Rocket JB Archer. Den machen wir noch dazu. Und dann haben wir drei Pedals, die wir vor dem Amp testen können. Das verkabel ich jetzt und dann sehen wir uns gleich. Okay, kurz zur Signalkette nochmal. Ich gehe mit der Gitarre in den Archer, von dem Archer in den Soldano Super Lead, von dem Super Lead in den Crazy Tube Circuits Sidekick. Und von da aus direkt in den Royalist. Und der Royalist geht in meine Fryet Power Station, die das Ganze in ein DI-Signal umwandelt. Das geht in meine Aux Stomp, die das Ganze dann ins Audio-Interface schickt. Und genau das hörst du. Ich habe jetzt den Hall, den ich eben bei den zwei anderen Videos anhatte, ausgeschaltet. Wir sind also jetzt, man sagt so schön, furztrocken. Und ein bisschen zu laut. So, also ganz trockener Sound, weil ich habe ja jetzt den Hall vom Sidekick. Und Delay vom Sidekick. Und Chorus vom Sidekick. Okay, nacheinander die Pedals. Wir haben erstmal den Sound komplett pur, zeige ich dir. Und das ist jetzt hier der P90 Pickup. Das ist übrigens meine PJD St. John Elite, so heißt sie. Na, komplett trocken. Und jetzt machen wir den Archer an. Den habe ich Gain auf 70% ungefähr. Treble-Regler ganz leicht über Mittelstellung und Output sehr low, damit der nicht lauter wird. So ganz ohne Hall ist es doch ein bisschen nicht so geil. Deswegen mache ich jetzt einfach mal den Reverb vom Sidekick an. Plate Reverb. Also, was ich noch gar nicht gesagt habe, ich habe den Tone King jetzt so eingestellt, der Attenuator ist auf der ersten Stufe, damit der Sound so ein bisschen Edge of Breakup ist. Ich mache mal nochmal den Archer aus, dann hörst du das mit dem Steg-Pickup. Dass er so gerade so kurz vorm Verzerren ist. Ne? Nochmal mit Archer. Also, den Archer verträgt er auf jeden Fall schon mal sehr gut, der Amp. Gucken wir mal, was ist mit High Gain? Soldano an. Thank you.
großer Sound. Wahnsinn. Also den Soldano habe ich Gain auf 7, Presence auf Mittelstellung, mitten ein bisschen weiter auf als Mitte. So, wer Mitte? Wir können auch Full Out Metal gehen. Das ist halt der Speaker jetzt nicht Metal, ne? Der Speaker ist ein Greenback in der Oxbox. So, dazu jetzt ein schönes Delay vielleicht und den Reverb aus. Mach die Mitten nochmal hoch im Soldano. Das ist ja noch nicht mal eine Metal-Gitarre, ne? Sollen wir das jetzt so weit treiben? Wobei, wer würde einen Strandberg spielen über einen Marshall-Amp? Ich weiß nicht. Also über einen klassischen Marshall-Ligan-Amp. Aber was soll's, gell? Aktiv-Pickups haben wir jetzt hier. Okay, also würde zur Not funktionieren, aber dafür kaufst du dir den Amp nicht, ja? Dafür kaufst du dir eher, keine Ahnung, den Soldano oder einen Friedman oder sowas in der Art, ja? Gut, High Gain aus. Checken wir mal sowas wie Chorus. Hier einen sehr schönen Chorus im Sidekick. Ob der gut kommt und nicht irgendwie mehr verzerrt oder so. Reverb dazu. Und mal den P90 hier. Tonregler habe ich ein bisschen die Höhen weggenommen jetzt hier. Boah, sehr schön. Sehr schön. Reverb haben wir getestet, machen wir mal nur Delay hier. Also du hörst, dass du super saubere Delay-Trails hast. Also es verzerrt dann nichts, es klingt nichts komisch. Pedal-Plattform-Eignung dieses Amps. Oh ja! Oh ja! Hatten wir den P90 mit dem Archer? Kurz als Abschluss mit ein bisschen Delay und Reverb. Das schließt meine kleine Reihe zum Tone King Royalist MK3 ab. Wir haben gezeigt, der Amp
macht die klassischen marshalligen Sounds komplett, einfach nur Kabel rein, nichts davor. Und zwar in allen Lautstärken, mit allen Verzerrgraden. Dann haben wir gezeigt, dass der super geil mit Boost-Pedalen funktioniert. Vor allem mit dem Tube Screamer und auch mit dem, was war das, EP Booster von Xotic. Dann haben wir gezeigt, dass er wunderbar heute als Pedal-Plattform funktioniert. Also ich würde sagen, mehr empfehlen kann ich einen Röhrenamp, wenn du denn bereit bist, so viel Geld auszugeben. Der ist nicht billig natürlich, aber er ist jeden Cent wert. Ist ein Edelamp. Aber statt so ein Handwired-Original würde ich definitiv zu dem greifen. Ja, also wenn du auf diese klassischen, aber du hast ja drei, ne? Du hast drei. Du hast den klassischen JTM45 und den Plexi-Sound, 100 Watt und den ursprünglichen Plexi, wenn ich das richtig verstanden habe. Zwei Stück auf einmal, die du umschalten kannst. Ja, habe ich ja jetzt zu Genüge geklärt. Okay. Full Disclaimer. Mir wurde der Amp für den Test zur Verfügung gestellt. Und ja, ich glaube, ich muss dir noch nicht zurückschicken. Richtig geiler Amp. Wenn du mir nicht glaubst, bestell ihn dir. Aber ich warne dich, du wirst ihn nicht zurückschicken. Das war's zu diesem Video und zu den drei Videos über diesen Amp. Der wird bestimmt nochmal irgendwo auftauchen, aber exklusiv für den Amp war's das jetzt. Wenn dir die Videos gefallen haben oder das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, zweimal den Daumen nach unten. Haben dir die Sounds gefallen? Hat dir diese Videoserie über den Amp gefallen? Schreib mir das doch unten in die Comments rein. Ansonsten Kanal abonnieren, Glöckchen drücken, nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich. Mach's gut, bis dann und ciao. Ah, was habe ich vergessen? Wenn dich die Firma Tonking interessiert, und das war ja jetzt die Marshallige Abteilung, wenn dich die Fenderige Abteilung interessiert, haben wir hier den Imperial MK2. Das ist im Prinzip, also wenn das der Edel Marshall ist, ist das der Edel Fender. Da gibt es auch schon ein Video von mir dazu. Das kannst du dir angucken und vielleicht denke ich dran, das hier oben zu linken. Alles klar? Ansonsten mach's gut, danke fürs Zuschauen und ciao.